Lasst uns einfach beginnen. Schaut euch doch einfach mal um. Schau mal deinen Nachbarn an, der neben dir sitzt. Magst du deinen Nachbarn? Ja, dann komm, einmal umarmen, einmal den Nachbarn umarmen, geht nicht anders, kommt. So, genug Liebe, das reicht, okay? Das reicht jetzt. Was ich euch fragen möchte ist, sind diejenigen, die neben dir sitzen, deine Brüder und deine Schwestern? Ich habe mich gefragt, wie viele Nationen sind wohl heute hier vertreten? Oder vielleicht insgesamt gefragt, wie viele Nationen haben wir letzten Endes bei uns hier in der Arche? Ich habe gehört, dass Leute hier aus Deutschland kommen, England, Frankreich, Kroatien, Eritrea, Togo, Vietnam, Uruguay, Südkorea, Mazedonien, Indonesien, den USA. Und ich habe sogar gehört, ja, auch Armenien, und ich habe auch gehört, man munkelt sogar, dass Sinti dazugehören. Aber warum sitzen wir alle hier? Nun ja, die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach. Jesus Christus hat dieses möglich gemacht. Und darum wird es heute auch in dieser Predigt gehen. Denn wir sind in Christus eins gemacht. Doch wie das passiert ist, das möchte ich mit euch später ein wenig klären. Der damalige Baptistenpastor und Bürgerrechtler Martin Luther King, der hielt damals eine wohl sehr bekannte Rede am 28. August 1963 vor dem Lincoln Memorial in Washington, D.C. In diesem sagte er folgende sehr bekannte Sätze: Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages diese Nation erheben wird und die wahre Bedeutung ihrer Überzeugung ausleben wird. Ich habe einen Traum, dass die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Ich habe heute einen Traum. Als ich mir diese Sätze so nochmal durchgelesen hatte, da dachte ich, ja, das sind schon sehr bewegende Worte, aber kommt euch das nicht so vom Wortlaut euch nicht vielleicht ein bisschen bekannt vor? Klingt das nicht ein wenig so, als wären das vielleicht auch einigen Versen ähnlich oder auch den Aussagen in der Bibel ähnlich? Es ist nicht so komplett ähnlich, aber erinnert euch das nicht an einen Vers? Paulus beispielsweise schreibt über die Christenheit allgemein, dass deine Identität nicht in deinem Beruf liegt, in deiner Herkunft oder deiner sozialen Lage. Es spielt in Gottes Augen keine Rolle. So schreibt Paulus in Kolosser 3, die Verse 9 bis 11: Lügt einander nicht an, da ihr alle den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Aber es ist dennoch so spannend, die Welt, die kämpft so vehement dafür, für Einheit. Doch die Frage, die sich mir persönlich dann stellt, wie kann man denn diese Einheit erreichen? Und durch was werden wir diese Einheit letzten Endes erreichen? Durch politische Einheit? Paulus verdeutlicht uns, dass es Christus selbst ist, der Einheit schafft. Während Martin Luther King also für sich für Einheit aussprach, hat Christus durch seinen Tod an dem Kreuz schon längst dafür gesorgt, dass wir diese haben dürfen. Er hat die Weichen somit gestellt. Und das werden wir uns heute auch in dem Predigttext anschauen. Dieser steht in Epheser 3, das komplette Kapitel Epheser 3 und dann sogar bis Epheser 4 bis zum Vers 6. Und das würde ich gerne mit euch zusammen lesen. Wir beginnen bei Epheser 3, Vers 1.
Das ist ein bisschen langer Predigttext, aber ich lese ihn trotzdem einmal vor. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesus für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in den früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leibgehörige und Mithaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Mit dem Allergeringsten unter allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, um alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt nicht den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Und so ermahne ich euch nun, ich, der gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle in euch allen. Amen. Lass mich noch einmal vorher beten, bevor wir anfangen. Herr Jesus Christus, wir können dir einfach nicht genug danken, dass wir uns heute hier so freimütig hier treffen dürfen, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dass wir sehen dürfen, was du uns sagen möchtest. Und ich bitte dich, Herr Jesus, du kennst mich und du weißt, Herr Jesus, dass ich wirklich schwach bin und dass ich nichts tun könnte, wenn du es nicht wirklich auch in mir geben würdest. Und ich bitte dich jetzt, Herr Jesus, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unsere Ohren öffnest für das, was du zu sagen hast. Danke dir, Jesus, dass du Einheit geschaffen hast und dass wir das jetzt auch hören dürfen. Und so danke ich dir und erbitte dies alles in deinem großartigen und wunderbaren Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Ich habe 3 Punkte. Der erste Punkt heißt, einer für alle. Ein bisschen schade, der dritte Punkt knüpft daran an. Ich muss mit dem zweiten Punkt noch etwas einschieben. Der Geist schafft Einheit, ist Punkt 2. Und der dritte Punkt, alle für Einheit. Also nochmal, erstens, einer für alle. Zweitens, der Geist schafft Einheit. Und drittens, alle für Einheit. In dieser Predigt, da werden wir sehr chronologisch vorgehen. Deswegen, wenn ich den ersten Punkt dann auch mit euch besprechen werde, da wird es dann sich um die Verse 1 bis 13 handeln. Der zweite Punkt wird dann die Verse 14 bis 21 behandeln. Und der letzte Punkt dann
Alle Vereinheit beinhaltet dann die Verse 1 bis 6 aus dem 4. Kapitel dieses Briefes. Aber nur ganz kurz, wir fangen an mit dem ersten Punkt, einer für alle. Nur ganz kurz, um die Vorgeschichte ein wenig näher zu verstehen. Viele Theologen gehen davon aus, dass Paulus sich zu diesem Zeitpunkt, als er diesen Brief geschrieben hat, sich in Gefangenschaft in Rom befand. Er sagt dieses auch in Epheser 3, Vers 1. Deshalb schreibt Paulus auch in dem ersten Vers dieses Kapitels, dass er für Christus gebunden ist. Er saß in der Gefangenschaft, weil er eins getan hat. Er hat den Heiden das heilige Wort Gottes gepredigt. Das ist der Grund, warum er dort in Gefangenschaft saß. Wir müssen aber verstehen, warum Paulus diese Worte an die Epheser richtet, die ja eigentlich Heidenchristen sind. Sie gehörten eigentlich nicht zu dem erwählten Volk Gottes, welches das Volk Israel ist. Ganz im Gegenteil sogar eigentlich, die Heiden waren einst Feinde der Israeliten. Allerdings, und das ist ganz wichtig, sehen wir, dass durch Jesus Christus sich ganz viel ändern wird. Jesus spricht schon bevor er stirbt, vor seinem Tod, sagt er schon, dass er einmal sterben würde. Und er würde auch sein Leben für die Heiden lassen. Und so sagt er uns beispielsweise in Johannes 10, die Verse 14 bis 16. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafsherde sind. Auch diese muss ich führen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde sein und ein Hirte sein. Und das ist der ganze Schlüssel. Einst, da stand es nur dem Volk Gottes zu Gott zu kommen. Aber Jesus kündigte eine gewaltige, ich will wirklich schon sagen, eine bahnbrechende Verheißung an, die wirklich alles verändern sollte. Jesus würde sein Leben nicht nur für das Volk Israel lassen, sondern auch für dich und auch für mich, die wir Heiden sind. Wir sind genau diese andere Schafsherde, von der Jesus spricht. Und auch wir, die wir nun Christen sind, wir werden seine Stimme hören und wir werden ihm nachfolgen. Und während Paulus diese Zeile nun an die Epheser richtet, da möchte er definitiv kein Mitleid. Er möchte kein Mitleid von der Gemeinde, weil er das Evangelium den Heiden gepredigt hat, sondern er möchte auf eine Sache ganz besonders hinweisen, dass Jesus Christus auch für sie gestorben ist. Und dass sie eines Tages auch zu dem Volk Gottes gehören dürfen. Aber dazu war ein ganz neuer Bund nötig, den Jesus Christus mit seinem Blut besiegelte. Und dazu schreibt er in Epheser 2, die Verse 11 bis 13. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bedürfnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fremd wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Einst waren die Heiden Feinde des Volkes Israels. Und es gibt auch nur ganz wenige Beispiele in der Bibel, die wir sehen, wo einstige Heiden später auch zu dem Volk Israel dazugehören durften. Nach dem alten Bund mussten sie sich beschneiden lassen, um dazuzugehören. Wir sehen aber auch zum Beispiel einige Frauen, die später dazugehören durften, wie die Hure Rahab oder auch Ruth. Und es ist spannend, weil gerade diese beiden Frauen später auch in Jesu Christi Blutslinie vorkommen. Ein spannendes Bild eigentlich dafür, dass Heiden auch dazugehören würden. Paulus schreibt am Anfang dieses Kapitels von einem Geheimnis. Dazu steht in den Versen 4 bis 6, und ich lese es noch einmal vor, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde,
wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Und in dem Predigttext, da ist öfter zu lesen von dem Geheimnis Christi. Ein Geheimnis ist ja in unserem Sprachgebrauch etwas, was wir vielleicht herausfinden wollen, aber erst einmal ist dieses für uns verborgen. Hier in diesem Epheserbrief ist das Geheimnis etwas, was Gott uns offenbar machen muss, aber was wir letzten Endes als Christen verstehen dürfen. Durch dieses Geheimnis können wir auch beispielsweise die tiefe Liebe des Christus erkennen. Das sehen wir zum Beispiel auch in Epheser 3, die Verse 17 bis 19. Aber dieses besondere Geheimnis aus dem Vers 4 beinhaltet, dass Heiden Miterben werden durften. Wir dürfen als ein gemeinsames Volk Gottes zusammenkommen und dürfen auch mit dem Volk Israel, was eigentlich vorher erwählt worden ist, wenn sie Christen sind, dürfen wir ein Volk auch sein. Das sehen wir in Epheser 3, die Verse 1 bis 6. Und das werden alle sehen, alle. Alle Fürstentümer und Gewalten, selbst die Dämonen werden dieses sehen, dass die Christen in einer Einheit zusammen sein werden. Dass sie in einer Einheit sein werden und dass sie letzten Endes Gott preisen werden. Das Geheimnis also, von dem Paulus letzten Endes spricht, ist die Einheit von Juden und Heiden in einem Leib. Aber man muss dazu sagen, die Juden, die erst ursprünglich erwählt worden sind, die schon vorher erwählt worden sind als sein Volk, die brauchen Jesus Christus genauso dringend. Sie haben sicherlich einen ganz besonderen Stand vor Gott. Und deswegen ist es auch bis heute noch ganz wichtig, dass wir immer wieder für das Volk Israel beten. Aber sie brauchen Christus genauso. Früher, zu den Zeiten des Alten Testamentes, war dieses jedoch noch nicht offenbart. Doch durch Christus Jesus gehören wir nun zu diesem Volk Gottes an. Doch um dieses zu ermöglichen zu bekommen, musste er für dich und auch für mich sterben. Und dazu musste Jesus an ein widerliches Kreuz gehen. Und er musste einen widerlichen Tod an diesem Kreuz sterben. Für die Sünden, die wir getan haben. Für die Übertretungen, die wir verursacht haben. Aber Jesus Christus ist an dieses Kreuz gegangen, für dich und für mich, damit wir ewiges Leben haben dürfen. Und das Erstaunlichste daran ist, Jesus sagt dir damit automatisch, du darfst zu meinem Volk gehören. Du darfst zu dem Volk Gottes gehören. Aber warum dürfen wir jetzt zu diesem Leib gehören? Weil Gott durch seinen Sohn Jesus Christus diesen Plan erfüllt hat. Das sehen wir in Epheser 3, die Verse 7 bis 13. Durch Jesus Christus ist dieses möglich. Und deswegen schreibt uns Paulus auch in Epheser 3, Vers 9, um alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Und wenn das nicht schon eigentlich wunderbar genug wäre, dass wir aus Gnade errettet worden sind, gibt Paulus uns diese wunderbare Zusage, dass wir durch diese Gotteskindschaft immer wieder freimütig an den Thron Gottes kommen können. Wir dürfen sogar mutig dorthin kommen. Dazu sagt er uns in Epheser 3, Vers 12, dass wir immer wieder einen Zugang haben werden, dass wir zu Gott kommen dürfen. Und das kann nur passieren, wenn du letzten Endes diesen rettenden Glauben an Jesus Christus hast. Darüber hinaus schenkt Gott jedem Christen seinen Geist, den Heiligen Geist. Und der hat mehrere Aufgaben. Aber eine ist hier von ganz zentraler Bedeutung in dieser Stelle. Und das führt mich auch zu meinem zweiten Punkt. Der Geist schafft Einheit. Durch Christus, so haben wir jetzt nun gesehen, sind wir eins geworden, ein Volk Gottes. Gott hat in jeden einzelnen Christen seinen Heiligen Geist hineingelegt. So heißt es beispielsweise in Römer 8, Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes.
Oder Galater 4, Vers 6 und 7 drückt aus, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und ich finde dieses Bild einfach so schön, immer wieder zu sehen, dass wir einen wunderbaren Vater haben, zu dem wir kommen dürfen, zu dem wir aber Vater rufen dürfen. Ein relativ kindlicher Ausdruck, dass wir wirklich sagen dürfen, Papa. Und er wird dich adoptieren. Du darfst dein Kind Gottes sein, du darfst zu ihm kommen. Das ist so wunderbar. Aber lass mich an dieser Stelle dir auch ermahnt sagen, du bist nicht das, was du isst oder das, was du trägst. Du bist auch nicht Nike, Hugo Boss oder Zara oder sonst etwas. Sondern, wenn du an Jesus Christus glaubst und Vergebung deiner Sünden erfahren hast, dann bist du ein Christuskind, welches von Gott, dem Vater, adoptiert worden ist. Gott wird dich nicht mehr anschauen als den Sünder, der eigentlich in die Hölle zu gehen hat, sondern Gott wird seinen Sohn Jesus Christus in dir sehen und du wirst ewig leben. Und denk immer wieder daran, dass Gott seinen Heiligen Geist in dich gelegt hat. Und ich möchte dir auch sagen, es zählt übrigens auch nicht, ob du nun Deutscher bist, ob du Franzose, ob du Serbe oder Kurde bist, ob deine Eltern aus Nigeria kommen, deine Verwandtschaft aus Sibirien, ob aus Marokko oder Guatemala, es ist ganz egal. Nicht unsere Nationalität prägt unser Leben, sondern ob wir den Sohn haben, der uns Identität gibt, damit am Ende feststeht, du bist ein Kind Gottes. Und wisst ihr, für mich war das immer so ganz, ganz schwer. Also wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß, dass ich halb Deutsch bin und dass ich halb Sinto bin. Und in meiner Kindheit hatte ich ein ganz großes Problem damit, weil ich nicht genau wusste, was ich genau bin an diesem Punkt. Und ich habe mir irgendwie immer gewünscht, klar, irgendwo auch Deutscher zu sein. Ich habe mir auch klar irgendwo auch gewünscht, ein Sinto zu sein. Aber ich weiß halt, dass ich in meiner Kindheit ganz viel Ablehnung erfahren habe. Und dadurch, dass ich halb bin, war das immer so, dass das schnell weggedrängt worden ist und dass mich selbst die Kinder, zur Seite geschoben haben. Und ich war als Kind richtig traurig darüber. Das hat mich also schon irgendwie manchmal auseinandergerissen, wenn ich wusste, das sind eigentlich meine Cousins, aber irgendwie auch nicht. Aber wisst ihr, wie befreiend das ist, wenn du weißt, deine Identität liegt nicht in deiner Nationalität. Deine Identität liegt in Jesus Christus. Und das Schönste ist, der Heilige Geist gibt Aufschluss darüber. Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater in Kapitel 3, Vers 28, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und ehrlich gesagt, ich finde das echt gigantisch. Ich hatte schon vorhin das angedeutet. Ich sagte, die Welt, die strebt so sehr danach, nach Einheit. Sie streben so sehr nach politischer, religiöser, persönlicher Einheit. Und doch scheitern sie immer wieder. Gottes Geist allerdings, der schenkt wahre Einheit in Christus Jesus. Und wenn wir glauben wahrhaftig an Jesus Christus. Und ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal aufgefallen ist, natürlich kann es auch mal sein, dass zwischen uns Christen es auch mal Konflikte geben wird. Und ich danke auch Lukas dafür, dass er so einen wunderschönen Impuls dazu auch nochmal gehalten hat. Versetz dich bitte in diese Position hinein, dass jeder Christ den gleichen Heiligen Geist in sich trägt, der schon vorher auch in die Apostel gelegt worden ist, der sie dazu befähigt hatte, mit Inbrunst zu predigen, Wunder zu tun und schließlich sogar vollen Heiligen Geistes sogar ihr Leben zu lassen, weil sie das Evangelium verkündigt haben. Alle wahren Christen tragen diesen Geist in sich. Deswegen schreibt uns Paulus auch in dem Vers 16, dass wir durch Gottes Geist gestärkt sind und dass Christus nun in unserem Herzen wohnt. Vers 17 ist für mich so ein unglaublich schöner Vers und auch wirklich wichtig. Ich lese ihn noch einmal vor.
Epheser 3, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Jesus lebt in deinem Herzen, wenn du ihn als Retter angenommen hast. Es kommt daraufhin eine Aufzählung von Dingen, die der Heilige Geist in deinem Leben schafft. Darauf gehe ich auch gleich weiter noch ein. Aber was sehr wichtig ist, Jesus bleibt in uns durch den Glauben. Wenn du also Jesus Christus als deinen Retter angenommen hast, dann lebt Jesus Christus in deinem Herzen. Halleluja. Und Jesus selbst sagte einst in Matthäus 6, 21, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und ich muss dich ganz ernstlich fragen an diesem Punkt, was ist dein Schatz? Ist es Jesus? Wohnt Jesus Christus auch in deinem Herzen? Ich bin ganz ehrlich zu dir. Jesus Christus, sollte Jesus Christus nicht dein Herr sein, dann wirst du nicht zur Familie Gottes dazugehören. Und ich sage dir eine Sache, du wirst in die Hölle gehen. Das sage ich nicht, weil ich dich irgendwie ängstigen möchte, sondern weil es wahr ist. Aber ich sage dir heute, mein Freund, heute ist der Tag der Umkehr gekommen. Und ich kann dir sagen, da ist ein Vater, der mit offenen Armen dort steht und der dich zu einem Kind Gottes machen wird. Wenn du aber den Heiligen Geist in dir trägst, dann sind dir einige Dinge möglich, die er, der Heilige Geist, in deinem Leben bewirken möchte. So steht beispielsweise in Vers 16, da wird uns gesagt, dass wir am inneren Menschen gestärkt werden. Das bezieht sich darauf, dass wir durch den Heiligen Geist auch weiterhin geistlich wachsen dürfen. Wenn der Heilige Geist in uns ist, dann werden wir auch beispielsweise Lust daran haben, Gottes Wort zu lesen. Wir sehen in den Versen 18 und 19, da steht, dass wir durch die Ausstattung mit dem Heiligen Geist erst Gottes Liebe wirklich wahrnehmen können und dass wir erst wirklich sehen können, was Jesus Christus an diesem Kreuz getan hat, dass er da für unsere Sünden hing. Wir werden aber auch durch ihn erfüllt. Wir werden die Fülle Gottes, die Fülle des Sohnes und die Fülle des Heiligen Geistes haben. Und wir sehen auch, und wenn all dies erfüllt ist, dann fließt durch uns Christen eine unbegrenzte Kraft. Und das wird unsere Erkenntnis völlig übersteigen. Und diese Verse sind so gigantisch, was wir durch den Heiligen Geist erfahren dürfen. Und kennt ihr das Gefühl, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein? Das heißt, dass ihr mit der unmittelbaren Gegenwart Gottes erfüllt werdet. Und dann begehren wir auch nur diese Dinge, die Gott auch wahrhaftig begehrt. Und das ist übrigens auch der Befehl für uns, dass wir, die wir schon Jesus jetzt auch erfahren haben. So schreibt uns Paulus in Epheser 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet vollen Geistes. Und vor allen Dingen, das ist das Wichtige, wenn wir das wirklich begehren, was Gott begehrt, dann lassen wir den Heiligen Geist auch in uns wirken. Und das sollten wir auch unbedingt. Es sollte uns wirklich auch wichtig sein, dass wir durch den Heiligen Geist auch die Einheit bewahren. Und das bringt mich auch letzten Endes zu meinem dritten Punkt, alle für Einheit. Und ich habe dahinter auch geschrieben, bewahre diese Einheit. Wie vielleicht einigen aufgefallen sein mag, entsteht mit dem vierten Kapitel des Briefes ein Bruch. Während wir vorher genau erfahren, was Christus so alles für uns getan hat, ich zähle nochmal auf, was wir so gelernt haben, wir sind in Christus auserwählt worden, wir sind durch ihn zu Erben gemacht worden, wir sind aus Gnade errettet worden, wir sind durch Jesus mit Gott versöhnt worden. Und nun lesen wir in Kapitel 3, dass wir durch ihn eins gemacht worden sind. Aber jetzt kommen tatsächlich auch Befehle. Und lass mich am Anfang hierbei sagen, du kannst getrennt von Christus überhaupt gar nichts tun von diesen Dingen. All diese Befehle, welche wir in den nächsten Kapiteln, die dort vorkommen, die kannst du nicht aus dir selbst heraus tun, sondern du brauchst Gottes Geist, der dich dazu befähigt und vor allen Dingen, der auch dieses Wollen in dir schafft. Es tut mir jetzt leid, ich weiß, ich bin Lehrer, wir müssen ein bisschen Deutschunterricht kurz machen. Andi hat ja schon letztes Mal so ein bisschen angefangen an dem Punkt. Ich weiß nicht, wie viele von euch Waddy Bochum auf der
auf der Eckstein-Konferenz 2016 gehört haben. Und er unterteilte den Epheserbrief in Indikativen, das bedeutet, das ist eine geschehende Situation, und imperativen Befehlen. Es geht also hier dabei darum, dass Gott einiges schon durch seinen Sohn Jesus Christus getan hat. Ich habe die Aufzählung eben gemacht. Und jetzt, weil wir das alles erfahren haben, weil Jesus Christus das alles schon für uns erlangt hat und das für uns getan hat, sollten wir auch danach handeln, was Gottes Wille für uns als Kinder ist. Und es geht hier nicht um irgendeine Gesetzlichkeit, sondern darum, dass Gott seine Liebe zu uns gezeigt hat. Und dieses zeigte er sicherlich durch den Tod Jesu an dem Kreuz. Und hast du diese Liebe erfahren, dann willst du auch Gott gefallen. Und dann willst du auch seine Gebote halten. Und wir sollten aus diesem Grund einen heiligen Wandel vornehmen. Das geht aber nur, weil Jesus für uns diese Weichen gestellt hat. Und nun können wir ihm wirklich von Herzen nachfolgen. Darum schreibt uns Paulus auch in dem ersten Vers des 4. Kapitels, ich lese nochmal vor. So ermahne ich euch nun, ich, der gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und ich fasse noch einmal zusammen, was wir nun tun sollten, wenn wir die Errettung Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus erlebt haben. Das heißt, wenn wir seine unendliche Liebe zu uns wahrgenommen haben, vernommen haben und Vergebung unserer Sünden empfangen haben, dann sollten wir würdig wandeln, steht in Epheser 4, Vers 1, dann sollten wir einander in Liebe ertragen, Epheser 4, Vers 2, und wir sollten vor allen Dingen auch die Einheit des Geistes bewahren, Epheser 4, Vers 3. Aber was bedeutet es eigentlich überhaupt, würdig im Herrn zu wandeln? Es geht darum, wie ich mich im Herrn zu verhalten habe. Halte ich beispielsweise seine Gebote? Lese ich sein Wort der Gnade? Bin ich auch tatsächlich ein Täter dieses Wortes? Die nun folgenden Kapitel dieses Epheserbriefes zeigen uns immer wieder auf, dass wir einen heiligen Wandel vornehmen sollten. Paulus schreibt uns beispielsweise im Philipperbrief im 1. Kapitel, Vers 27, nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und es ist uns wahrscheinlich allen klar, dass wir uns einander auch in Liebe ertragen sollten. Ja, ich weiß, wir sind alle verschieden. Und es kann manchmal tatsächlich sein, dass wir Konflikte auch haben werden und dass auch Konflikte zwischen Christen bestehen. Allerdings sollten wir dringend davon absehen, uns gegenseitig die Köpfe abzureißen. Und vor allen Dingen, wir sollten uns unbedingt in Liebe ertragen. Und wenn es tatsächlich Probleme geben sollte, ich nehme nochmal Lukas dort auch in seinen Impuls, dann sollten wir trotzdem in Liebe miteinander reagieren, sollten miteinander sprechen, nicht flüchten, wir sollten auch nicht die Keule rausholen, aber wir sollten in Liebe miteinander sprechen. Und wenn es tatsächlich weitere Probleme geben sollte, dann würde ich euch auch gerne raten, geht gerne auch zu dem Jugendteam, geht zu dem lieben Andi, die werden euch da auch sicherlich dort helfen, wenn ihr mal Probleme haben solltet. Aber schließlich, so heißt es auch in Vers 3, sollten wir die Einheit des Geistes bewahren durch das Band des Friedens. Und lass mich dich nochmal ganz ernstlich an diesem Punkt fragen. Bewahrst du diese Einheit? Ganz am Ende dieser Einheit zeigt uns Paulus noch einmal auf, was diese Einheit des Geistes betrifft. So steht ab Vers 4 und dann bis Vers 6. Ich lese nochmal vor. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle in euch allen. Und das ist diese eine Hoffnung, die wir alle haben. Das ist diese eine Hoffnung, die wir als Christen haben, und diese Hoffnung heißt Jesus Christus. Durch ihn sind wir eins gemacht worden. Wir sind ein Volk Gottes. Durch ihn wurden wir durch den Heiligen Geist in einen Leib hineingetauft. Und da ist diese eine Taufe aus Johannes 3, die Verse 5 und 6, da wissen wir, dass wir mit Geist getauft worden sind.
Wir als Christen haben alle diesen einen Glauben an diesen einen Herrn. Und sein Papa ist auch unser Vater geworden. Und er hat uns adoptiert. Gigantisch. Und egal wer du bist, wenn du Christ bist, dann sind wir durch Christus eins gemacht. So schreibt uns Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther in Kapitel 12, die Verse 12 bis 13. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder eines Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Und so sollten wir letzten Endes die Gemeinschaft des Geistes wahren. So steht in Philipper 2, die Verse 1 bis 2, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Und diese Gemeinschaft des Geistes, die sollten wir auch haben. Wir sollten danach trachten und einmütig auf dieses eine bedacht sein. Wir sollten alle dieser gleichen Absicht folgen, unserem Herrn Jesus Christus. Und um diesen Punkt abzuschließen, weist uns Paulus auch nochmal in dem Römerbrief darauf hin, dass wir als Christen alle diesen einen selben Herrn haben. Und jeder, und das ist so wichtig, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird und seine Sünden bekennt und ihn als Herrn annimmt, der wird ewiges Leben haben. So schreibt uns Paulus in Römer 10, die Verse 12 bis 13. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Zum Schluss. Am Anfang der Predigt sagte ich, schau dich doch einfach nochmal um. Hier sind viele Nationen vertreten. Und sie alle haben diesen einen Zugang, dass sie zu dem Volk Gottes gehören dürfen. Weil sie Jesus Christus in ihrem Herzen tragen. Weil er für jeden Einzelnen hier persönlich gestorben ist und sie durch die Adoption zu einem Kind Gottes werden können. Aber vielleicht sitzt du heute hier und du bist noch kein Kind Gottes. Ich habe eine richtig ermutigende und frohe Botschaft für dich. Es ist noch Platz in der Familie. Einst, da stand das Heil nur für das Volk Israel frei. Und nach wie vor hat Israel sicherlich eine ganz wichtige Rolle und ist doch Gottes Augapfel. Doch wie wir jetzt schon in der Predigt gehört haben, gilt das Heil jetzt auch für uns als Heiden. Und hört euch mal die folgenden Verse an in Jeremia 30, Vers 22, da sagt Gott zu dem Volk Israel: Und ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Aber jetzt wirst du dich fragen, aber Daniel, was ist denn jetzt mit uns? Wird Gott nicht auch unser Gott sein? Und am Ende von Gottes Wort in der Bibel dort, da sehen wir, da haben wir die Offenbarung des Johannes. Und da sind sehr bewegende Worte drin. Und es klingt fast so, als würden sie aus irgendeinem Hollywood-Blockbuster kommen. Ein wunderschönes Happy End. Diese Worte, die gelten alle denen, die Christen sind. Ob sie nun Judenchristen oder Heidenchristen sind. In der Offenbarung Kapitel 21, in den Versen 1 bis 3, da steht Folgendes. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und jetzt passt auf. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Seid ihr euch im Klaren, was wir da eben gerade gelesen haben?
Gott wird unser Gott sein. Das ist ein Versprechen für jedes einzelne Gotteskind, welches wahrhaftig zu Jesus Christus gekommen ist, ihn als Heiland angenommen hat und Vergebung der Sünden erhalten hat. Und das möchte ich dich heute, das möchte ich dir aufs Herz legen, wenn du noch nicht zu dieser Familie gehörst. Glaube mir, es ist nicht umsonst, dass Gott dich heute genau hierher gezogen hat. Gott möchte dich ganz persönlich von der Hölle retten. Aber das Schöne ist, Gott wird eines Tages ewig bei uns sein und wir dürfen seine Völker sein. Was für ein wunderbarer Tag, wenn wir eines Tages gemeinsam dort im Himmel sein werden, einmütig eines Geistes und diesen Tag erleben werden, in dem wir in Ewigkeiten in Frieden leben dürfen. Und wenn du noch kein Kind bist, dann spar dir diese Entscheidung nicht weiter auf und entschließ dich endlich, ein Kind Gottes zu werden. Bekenn endlich deine Sünden und nimm Jesus als dein Herrn an. Wir haben jetzt viel über Gottes Volk gehört und dass Jesus auch in den Herzen der Christen wohnt. Und ich möchte ganz am Ende noch eine letzte Geschichte erzählen, bevor ich dann ende. Ein kleiner Junge wurde im Krankenwagen unter Sirenengeheul in ein Krankenhaus gebracht. Sogleich untersuchte ihn ein Arzt. Er lächelte den kleinen Jungen an und sagte: "Ich werde dein Herz öffnen." Der kleine Junge unterbrach ihn: "Und sie werden dort Jesus finden." Es war ein ungläubiger Arzt. Er schaute auf den kleinen Jungen, runzelte die Stirn und sagte: "Ich werde dein Herz öffnen, um zu sehen, welchen Schaden deine Krankheit in deinem Herzen angerichtet hat." "Aber wenn sie mein Herz geöffnet haben," entgegnete der Junge, "dann werden sie Jesus dort finden. Die Bibel sagt, dass er dort lebt." Der Chirurg hatte genug gehört. "Ich sage dir nach der Operation, was sich in deinem Herzen befunden hat. Sie werden Jesus dort finden. Er ist dort." Etwas verärgert verließ der Arzt den Raum und wie vorgesehen operierte er den Jungen. Anschließend machte er in seinem Büro einige Notizen zu der Operation. Er stand vor seinem Computer und richtete seine Gedanken zu diesem Jesus des kleinen Jungen. "Warum?" so fragte er laut. "Warum hast du das getan? Du hast ihn hierher geschickt. Du hast ihn mit dieser Erkrankung hergeschickt. Du hast ihn verurteilt, an dieser Krankheit schon so früh zu sterben. Warum?" Da hörte er in sich eine Stimme: "Dieses Kind war nicht bestimmt, für viele Jahre zu euch zu gehören, denn er gehört zu meiner Herde und er wird immer bei mir sein. In meinem Herzen, da gibt es kein Leiden und er wird getröstet werden in einer Weise, die du dir nicht vorstellen kannst. Seine Eltern werden auch eines Tages hier sein und sie werden ewigen Frieden finden. Meine Herde wird beständig wachsen. Und dieser Junge ist nicht da, dass ich ihn verliere, sondern damit ein anderes verlorenes Schaf gefunden wird." Dem Arzt wurde klar, dass den Jungen kein Unfall ins Krankenhaus gebracht hatte, sondern dass es seinetwegen geschehen war. Er hatte eine Lektion im christlichen Glauben erhalten. Er erinnerte sich an seine Jugend und Kindheit. Seine Seele war seine geringste Sorge gewesen in seiner beruflichen und erfolgreichen Karriere. Er ging zurück in das Krankenzimmer und setzte sich neben den kleinen Jungen. Der Junge wachte aus der Narkose auf und murmelte: "Und, haben Sie mein Herz geöffnet?" "Ja," antwortete der Chirurg gerührt. "Und was haben Sie dort gefunden?" fragte der kleine Junge. "Ich habe dort Jesus gefunden." Und er weinte wie ein Kind, obgleich er nun 50 Jahre alt war. Durch diesen Knaben hatte er seine Bekehrung gefunden. Ich möchte nur ganz wirklich jetzt hier auch am Schluss noch sagen: Schau auf dieses Kreuz. Schau nochmal darauf hin, was Gott dort getan hat. Er hat seinen geliebten Sohn an diesem Kreuz sterben lassen, für dich und für mich.
damit wir ewiges Leben haben dürfen. Ich möchte darauf hinweisen, dass du auch zu dieser Familie Gottes gehören darfst. Und wenn du natürlich Fragen hast, dann darfst du auch gerne auf Andi oder auf das Jugendteam zugehen. Ich möchte aber nochmal am Ende mit diesen Schlussworten des Paulus schließen, die er in seinem letzten Brief an die Korinther schrieb. So schreibt er im 2. Korinther 13, Vers 13 folgendes: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.